Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu unserer Daily Dosis Ark mit Voucher und mit unserem Alderle. Wir gehen auf Tributfarmrunde, Leute. Das letzte Mal haben wir schon einiges eingesammelt, Überraschungsmomente, alles Mögliche dabei gewesen. Hier hinten in diesem Gebiet zwischen den beiden Kuppeln bis zum Kartenende, da knallt es ganz heftig. Staub habe ich gebraucht, habe ich jetzt geholt. Wir gehen gleich, bevor wir durchstarten, nochmal eben. Oh, hier ist gar kein Dings drin. Da ist ja gar keine Decke drin hier. Ich will mich von da oben mal runterschauen. Das sind auch noch ein paar Lampen. Da nehme ich nochmal eine Handvoll Staub mit. Können wir ja nicht genug haben. Und dann gehen wir nochmal raus. Ich war auch tatsächlich zwischen der letzten und dieser Folge einmal hinten in dem Eck. Habe noch ein paar gemacht. Und habe dann aber meinen Staub rausgeschmissen und muss gleich nochmal umdrehen. Und dann dachte ich mir, dann starte ich jetzt die Folge hier an der Stelle. Weißt du, dass wir nicht 10.000 Mal hin und her rennen. Jetzt pass auf. Kristalle weg. Das mache ich auch weg. Brauche ich nicht. Ich schaue durch. Das kann weg. Brauche ich nicht. Die brauchen wir eigentlich auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Die Sachen auch nicht so. Schwarze Perlen sind wichtig, dass wir sie aufheben. Tribut, Tribut, Tribut. Auch die Geschichten haben wir. Okay, Leute, wir brauchen noch korrumpierte Herzen. Und was wir wirklich bräuchten, wäre endlich mal so ein Enraged Rex. Ich bin gespannt, ob wir heute einen finden. Wir gehen am besten hier entlang, würde ich sagen. Hier können wir entlang gehen. Und dann zwischen die Felsen wieder rein, ne? Weil hier habe ich nämlich auch schon ausgedünnt. Vielleicht ist ja was nachgespawnt. Man weiß es nicht. So. Ja, wir laufen jetzt hier einfach zu diesen Bergspitzen und dann gruscheln wir uns hier ganz gemütlich durch. Es müsste einiges nachgespawnt sein, wenn wir Glück haben, ne? So, hier ist jetzt momentan Totenstille. Da hinten war ich offensichtlich noch nicht. Da gehen wir nämlich jetzt vorbei und dann laufen wir den Berg da hoch. Wir kriegen schon unseren Alphazahn. Du musst jetzt eigentlich nur weg, weil es nämlich möglich wäre, dass durch euch was nachspawnt. Besser wie alle Dinos getötet, ne? Hier so eine Handvoll nur. Die Raptoren, die sind natürlich jetzt nicht die beste Wahl. Aber was weg ist, ist weg. Lass uns mal dahinter laufen. Prinzipiell ist ja wurscht. Die könnten ja random überall spawnen, ne? Aber hier sind jetzt eher wieder Bären. Und da vorne hat es Stegos. Hier würde ich jetzt gerne irgendwo einbiegen. Ich sehe nämlich tatsächlich keine Rexe. Hier biegen wir auch ein. Da sind wir doch schon ganz nah am Schauplatz, oder, Leute? Sind wir da nicht schon in der Nähe unseres alten Schauplatzes? Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, das war die Ebene hier, oder? Ja, weil da drüben ist die andere Kuppel. Ne, wir sind sogar zu weit drüben. Das war ein normaler Rex. Ist leider nicht unsere Kragenweite aktuell. Ich bin gespannt, ob wir es finden. Ich hätte mir da eine andere Lösung ja gewünscht. Was weiß ich, ein Alpha OSD, wo du weißt, dass der letzte Gegner so ein Corrupted ist, den du brauchst. Weißt du, wie ich meine? Und dass man sich den dann mit Mühe irgendwie rankämpft. Aber wir sind irgendwie eine ganze Ecke woanders. Was ist denn da heute los? War die Stadt so weit weg? Scheinbar schon, ne? So, ich gucke jetzt gleich mal aber auf der Map. Ja, wir sind genau auf dem Weg. Wir sind genau zielstrebig auf dem Weg, auf dem wir sein wollten und sollten. Hoffen wir, dass ein bisschen was nachgespawnt ist. Agis steht hier rum, macht sich Gedanken, wie es weitergeht in seinem Leben. Da drin ist nichts. Hier, die kleine Anhöhe vor uns, das ist unser Spot. Ich bin gespannt, ob was nachgespawnt ist, aber müsste ja eigentlich jetzt, wenn wir da ankommen, spätestens. Ich lupe mal hier runter. Rondo, hier ist jetzt eher die Gegend friedlich, ne? Ha. Naja, aber wenn wir in dieser Folge den Alpha-Zahn kriegen würden, die 5, die wir brauchen, dann wäre alles gebongt, ne? Da ist die Wyvern, die mache ich jetzt weg, weil ich brauche eh noch die Zähne. Die braucht nur noch einen Schlag, dann haben wir die. War klar, dass sie uns einmal erwischen müssen, ne? Da ist auch das Täschchen. Sonst noch jemand hier? Den habe ich nicht gesehen. Aber ist jetzt auch kein Corrupted. Ne? Kurz runter, die Tasche durchsucht. Nehmen wir natürlich alles mit. Wie viele Krallen haben wir denn jetzt mittlerweile? 4 Stück schon, ne? Und da muss ich jetzt wieder ein bisschen ausdünnen hier. Nur nicht den Staub rausschmeißen.
Sehr schön. Und dann kannst du von hier oben, das kannst du alles wegmachen. Außer den Staub. So, Leute, dann sind wir auch schon wieder aufgestellt. Ein Peterchen macht uns nichts. Trike bringt uns nichts. Weiter hoch. Irgendwo wird einer auftauchen. Ist wie beim Angeln. Das ist wie die Angel auswerfen und darauf hoffen, dass was beißt, ne? Hier ist heute nicht viel los. Hier sind eher kleine jetzt. Ein Ausdünnungsschlag für dich, mein Freund. Für dich auch. Für euch sowieso. Na komm, dann machen wir jetzt hier durch. Da oben sind große. Vielleicht haben wir Glück und da ist was dabei. So, Leute. Da müssen wir hoch. Ist da ein Giga dabei? Nee, ne? Aber hier die Kollegen, die bringen bei der Größenordnung auf jeden Fall auch Herzen, denke ich. Willkommen in der Ecke. Ich glaube, hier ist die Ecke, Leute. Jo, da kämpfen wir uns jetzt hochmütlich. Junge, ist da viel los. Ich muss allerdings noch mal kurz runter ausladen. Ist da Wahnsinn, oder? So, pass auf. Herzen müssen wir auf jeden Fall behalten. Staub müssen wir behalten. Rest kann weg. So. Ich liebe ja das Loot sortieren, ist meins. So, Leute, links oder rechts? Ich sehe da drüben zwar einen Rex, aber keinen mit einem Schimmer. Wir gehen da um die Ecke. Aber erst mache ich hier vorne sauber. Dann kann hier schon mal nachspawnen. Ne? So. Du, mein Freund, spawnst mir bitte nach. Das brutzelt immer mehr jetzt hier in dem Eck, ne? Okay, hier mal wieder einen. Peterlen. Wen haben wir hier? Den weg. Guck dir das an, wer da ankommt. Wohin? Wohin? Wohin, Alter? Vielleicht hast du ja Teschle dabei, du kannst ja nicht abhauen. Hier ist echt die Hölle los. Bei den Raptoren habe ich wahrscheinlich sau oft Glück, ne? Der da unten leuchtet am Bauch. Leute, ich glaube, das ist einer. Nee, ist keiner. Okay, ich muss mich wieder ausdünnen. Fleisch raus, die Kugeln rüber, Ärmchen rüber, Herzen rüber, das weg und alles weg außer Staub. Aber immerhin, hier spawnen welche nach, ne? Das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn man sich so eine Ecke schafft. So, den nehme ich mit für Herzen. Und den Rex sowieso. Weiß, er hätte jetzt aber auch einer sein können, oder? Komm rüber, Diggerle. Ist gut, komm rüber. Der ist auch erst gespawnt gerade, ne? So, Fleisch raus. Herzen nehmen wir mit. Oh, guck mal. Sogar mal Rüstungsstücke gefunden. So. Aber die brauche ich nicht. Wie viel Dinge? Jetzt haben wir schon 45 Herzen, ne? Das läuft. Hier mache ich einfach weiter dann. Bis wir genug Zeug haben, ne? So, jetzt gehen wir. Leute, da ist einer. Da ist einer. Mich haut's um. Guck. Und auch noch ein Tech. Wütender, mutierter Rexi-Mexikaner. Jo, wir haben einen, Leute. Entschuldigung, ich bin kurz ein bisschen ausgeflippt. Blatt haben wir natürlich noch nicht. Oh, Lego Mio, ich muss mich jetzt aufheilen, glaube ich. Ich müsste mich aufheilen, ne? Dann läuft's die Ecke hier, ne? Oh, wow, wow, wow. Beziehungsweise er hat nur 15.000 Leben, das sind 15 Schläge. Wir gucken, dass wir den irgendwie gepult kriegen, ne? Nur den am besten. Hallo. Und auch noch eine Tech-Version. Haben wir ein Gas, oder? Dann haben wir sowas auch mal gesehen. Ist sonst noch irgendwas hier? Da kommt ein David Charo. Was will denn der hier? Digga, oh, da ist aber ein Giga. Da muss ich echt aufpassen, wenn ich da jetzt was pull. Es war aber klar, dass es so einfach nicht wird, ne? So, guck mal, ich laufe jetzt so nah wie möglich hin und dann sage ich, ah nee, ich habe mir's gerade überlegt. Von dir will kein Mensch was. Komm nur mit, Alterle. So, Leute, jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Ich muss ihn weiter wegpullen wegen dem Giga, ne?
Hier würde ich sagen, hier ist das Plätzchen, an dem wir unseren ersten Korrumpierten. So, 15 Schläge. Ein paar Bisse müssen wir aushalten, dann haben wir den. Ja, Leute, den packen wir sowas von mit links. Siehst du? Siehst du? Da haben wir den. Zwei Zähne, Leute. Zwei Alpha-Zähne. Und fünf brauchen wir. Das heißt, ich muss noch zwei solche finden. Jo, aber das ist ja kein Problem. Das kann man ja hier abfahren. Wir brauchen eh Herzen, ne? Dann passt es. Leute, wir haben den. Zwei Zähne gehören uns. Und der Fortzeller hat auch wieder ein bisschen Leben. Oh, das ist eine schöne Geschichte. Da mache ich jetzt hier noch ein bisschen sauber heute. Das kriegen wir dann schon hin. Da finden wir noch welche. Weißt du, wir sind ja dann eh am Farmen von den Herzen. Dann passt die Geschichte. Leute, unsere ersten zwei Alpha-Zähne. Dieser Spot hier, ne? Und dann immer dranbleiben. Alles wegmachen und hoffen, dass was nachspawnt. Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt heute noch einen zweiten hier nachspawnen hätten. Komm, wir machen mal weiter. Jetzt bin ich voll dran. Jetzt habe ich Bock. Ich muss nur gucken, dass ich meinen Fortzeller im Auge behalte vom Leben her. Der Giga ist natürlich ein Problem da oben, ne? Zwei von fünf Zähnen sind unser. Da drüben ist nochmal... Ne, ist ein anderer. Ich bin ja happy, dass das jetzt hingehauen hat, Leute. Doch, den Rex habe ich von weitem gesehen, tatsächlich. Alle wegmachen. Bringen Herzen und die Chance auf den Nachspawn. Da mache ich hier auch noch sauber, ne? Ich kann ja hier mal eine runde Reise machen. So. Rückenschilder. Oh, guck mal hier. Ey, hier ist ein richtiges, fettes Corrupted-Gebiet in dem Eckle, ne? Und er macht seine Arbeit und er weiß, was er drauf hat. Ja, Alterle, vielleicht wärst du am besten in der Corrupted-Version gekommen als Enraged. Die Leute, macht das gerade Laune. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und dann sind es auch noch Corrupted nur, ne? Die müssen ja ewig von der Map. Die machen ja die anderen Tiere kaputt. Christi Gott, Christi Gott. Gute Ecke, ne? Also hier farmen wir uns das Zeug zusammen, was wir brauchen. Das sind schon die nächsten Rexe. Jetzt spawnt das Zeug hier auch einigermaßen schnell. Ich gönne mir mal eben einen Blick in die Tasche. Oh oh. Ah ne. Rückenschild nehmen wir mit. Brauchen wir eh, weil es Tribut ist, ne? So, jetzt muss ich dich noch kurz ausräumen wieder. Guck dir das an, wie viel schwarze Perlen wir jetzt auf einen Schlag wieder kriegen, ne? Ist der Hammer. So, so und so. Herzen kommen rüber. Griff ins Klo. So, pass auf, das muss man behalten. Das kommt alles weg. Und ich würde sagen, es geht weiter. Heiter geht's weiter. Da farme ich uns die restlichen. Ich bin überzeugt davon, dass da alle zwei Wellen einer kommt, den du kriegst. Was haben wir da oben? Definitiv lohnenswert zum Ausdünnen. Definitiv lohnenswert zum Ausdünnen. Mutierter bringt kein Zehner, mal gesagt, ne? Ich glaube das Märchen jetzt auch nicht wirklich, dass mir so ein Rex die Zähne bringt, normaler, ne? Möglich, dass es vielleicht ab und zu mit 0,01% im Lootings drin ist. So, dich mache ich natürlich weg. Dich mache ich natürlich auch weg. Der Terizino da hinten, den brauchen wir. Das sind die letzten zwei Dinger, wo wir brauchen. Klauen für Tributbeschwörung. Für unsere anderen Titanen, ne? Ich überlege, ob ich den Giga geschwind wegmache, dass da hinten weitergehen kann in dem Eck. Guck dir das an. Da kriegst du dein Zeugs zusammen. Zieh's hier rein, Leute. Wir haben bald unsere 150 Herzen, ne? Und das alles innerhalb der Folgen. Guck, hier der nächste. Und glaub mir es, da ist immer mal einer dann dabei. Alles rüber. Nur vom Absteigen habe ich einen saumäßigen Respekt hier in der Ecke. Bist du allein? Den Terizino brauchen wir. Wir brauchen die letzten zwei Klauenmauen. Hallo. Schöne Ecke. Farmecke hoch 10 für mich. Wenn ich überlege, wie ich damals mich gefreut habe über die ersten drei Noodles, ne? Die ersten drei Noodles, als wir gebraucht haben. Und jetzt rennen wir hier durch und schmeißen das Zeug raus, weil wir einfach zu viel davon haben. So, jetzt gucke ich hier nochmal die Ecke da. Guck mal. Vorm Maul spawnen die, oder? Und der war gerade eben noch nicht da. Gut, wir haben ja die Spawn-Einstellungen auch ziemlich hoch.
Ich glaube, die sind noch auf 1,8 bis 2 irgendwo so zwischendrin. Ist also schon ab und zu ein bisschen knackig dann. Hallo, Spino. Hast du bei Herzl für uns? Eins hat er gehabt. So. Ja, der kann weg. Mr. Biertier. Das Biertier lebt länger wie ein Rex. Wahnsinn. Die Bären, die lassen wir in Ruhe. Ja, du brauchst hier eigentlich dich nur aufhalten. Das Problem ist, dass da oben eine wunderschöne Ecke ist und der Giga mir das alles ein bisschen vereitelt hier. Ich würde sagen, ich gehe mich aufhalten. Wir machen den Giga noch zusammen weg. Ich muss nur noch mal gucken, wo der war. Wer bist denn du? Oh, schön. Die haben wir auch noch nicht. So, ich würde sagen, ich gehe hier hoch. Da scheint es jetzt auch ein bisschen ruhiger zu sein. Wo sind jetzt die roten Abgrenzungen? Die sind jetzt hier. Was ist denn das für einer hier? Ist das ein Robtrake? Tatsächlich. Der kann weg. Die brauche ich eigentlich nicht machen hier. Ich darf nur nicht aus der Karte raus, ne? Sonst sind wir tot. Dann ist alles weg. Hey, da oben, wenn man da oben mal hingehen könnte, das würde ich mir schon gerne mal angucken. Biertiere jucken mich nicht. Ja, wir werden da jetzt irgendwo hinklettern, dann heile ich uns noch einmal groß hoch. Dann machen wir zum Abschluss der heutigen Folge noch den Gigablatt. Hier ist ein City Terminal. Dann gehen wir hier hoch. Schönes Plätzle rausgesucht, wo man ein bisschen einen Überblick hat. Ich höre es. Ich würde dann sagen, wir machen hier die Heilung schön, Leute. Den Giga müssen wir wegmachen, sonst werden wir die Spawn-Ecke nicht mehr freikriegen, ne? So, Herr Alderle, einen Schluck getrunken, würde ich sagen. Bisschen was gefuttert. Und deine Freundin die Eule rausgeholt. Halt. Manchmal hat sie so die Anwandlung, dass sie auch gerne nochmal Stüfle weitergeht. So, meine Lieben. Haben wir unsere ersten zwei Alpha-Zähne, ne? Naja, mit dem Enforza sind die ruckzuck platt. Ich meine, wir kriegen Gigas Blatt mit dem. Also, Corrupted natürlich. So, ich muss noch mal kurz gucken, ob die Eule noch Fleisch hat. Nee, und ich habe auch alles Fleisch schön sauber rausgeschmissen. Das heißt, sie kriegt beim nächsten Mal erst wieder was, ne? Unsere ersten zwei Zähne. Drei brauchen wir noch, Leute. Dann haben wir die Geschichte schon mal voll. Herrlich. So, wie weit ist er? Alterle muss essen, ne? Der hat Hunger. So, nee, die Eule hat Hunger. Ja, der kriegt sie beim nächsten Mal. Muss ein bisschen Fleisch aufheben, darf ich nicht vergessen. Den Mega-Forza müssen wir jetzt auf jeden Fall hochklopfen. Weil der Giga ist ja immer eine knappe Geschichte auch für uns, ne? So, noch einmal Ausdauer sammeln. Und dann gehen wir da runter und machen wir uns die Ecke frei. Schön. Also ich bin überzeugt davon, dass wir vielleicht sogar heute noch einen finden. Kann sein, der wartet schon unten auf uns, ne? In der Tech-Version war unserer. Freue ich mich. Ja, und dann machen wir beim nächsten Mal den roten OSD. Ich werde auf jeden Fall die Ecke so lange abfahren, bis wir die Zähne haben, dann die letzten drei. Ist ja kein Thema jetzt. Vielleicht haben wir sogar Glück und es klappt heute. Dann machen wir beim nächsten Mal den roten OSD. Da freue ich mich drauf. Ein bisschen Kräfte messen, gucken, wie weit wir kommen. Und dann zähmen wir unseren ersten Titan. So, die hat jetzt bald kein Futter mehr. Fahrzelle ist aber so gut wie vollgeladen gleich. Ja, wir gucken natürlich. Bevor ich jetzt den Gigablatt mache, gucken wir noch einmal ums Eck runter. Vielleicht ist ja schon einer da wieder. Mal kurz reingucken hier. Also, ein Herz kann rüber, nehmen wir mit. Die Rexärmchen nehmen wir auch mit. Wir brauchen die. Das nehme ich auch mit. Die letzten zwei Klauen. Oh, wir hatten die sogar schon voll, siehst du. Mal gar nicht gebraucht unbedingt. Das hier kann alles weg. Rückenschild nehme ich mit. Brauchen wir. Ah, da ist doch Fleisch. Kann ich die Eule noch kurz füttern? Das zuckt mein Auge. Zuckt jetzt mein Auge, Alter. So, Endfahrzelle, wie sieht's mit dem Leben aus? Bist du fit? Nee, eine Heilung kann ich noch vertragen, meint er. Alles klar, kriegst du. Dann werden wir... Schöne Geschichte, Leute. Vor allem freut mich, dass wir so ein bisschen Erfolg hatten jetzt gemeinsam hier in der Farmrunde, ne? So, liebe Eule. Das passt, ne? Dann kann die jetzt nämlich richtig kräftig futtern. Ja, gehen wir nochmal zurück zum Spot der Begierde. Und gucken, was wir bewerkstelligt kriegen. So, wo ist denn jetzt die andere Kuppel ist hier? Das ist eine super Ecke hier. Super Spot. So. Das passt doch jetzt, oder? Jupp, der ist voll. Die Eule
ist nahrungstechnisch, die kriegt noch ein bisschen was. Da ist die auch so gut aufgehoben. So, und dann kann die zurück in ihren Beutel. Dann ist sie nämlich auch sicher, unsere Gute. Die heilende Eule von Extinction. So, Stück. Meine Lieben, gehen wir nochmal runter, liefern wir uns noch einen abschließenden Kampf heute in dieser Runde. Und dann können wir tatsächlich den roten OSD machen noch am Wochenende. Da freue ich mich sehr. So, ein Blick runter zum Terminals. Wir müssen in die Richtung, ne? Das passt schon. Ist da ein Dings? Guck mal. Haben wir nochmal eine Note gefunden. Wird auch immer mehr. Da kriegen wir auch immer mehr zusammen, ne? Ja, ja, guck mal. Es sind noch genug übrig, aber wir haben auch schon einige gefunden. Rock Drake. Ein Rock Drake bringt Herzen, ne? Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Den machen wir. Charlie, schalala, kleiner Rock Drake, bleib mal da. Der war echt schnell kaputt jetzt. So, der Blick hier runter. Gasbags. Okay. Ja, wir laufen das jetzt hier nochmal gemütlich ab. Da hinten sehe ich wieder was Größeres. Alle wegmachen, alle Corrupted. Kommen genug nach, haben wir schon gelernt jetzt, ne? So, tschüss. Dann gehen wir hier durch. Da sehe ich jetzt leider nichts. Dann gehen wir mal dahinter. Wahnsinn. Stellenweise der absolute Wahnsinn, was wir schon gefunden haben. Gut, hier sind wieder welche mit Herzen. Da drüben ist auch wieder ein Rex. Ich glaube, hier ist so ein bisschen der Umschlagplatz auch von denen. Nee, nee, komm, lass mal. Lass mal den Bär. Lass mal den Bär. Ja. Haben wir eingesammelt. Hier war doch gerade eben da. Ist aber keiner jetzt von denen, den wir brauchen, ne? Ist ein normaler. Da sind auch wieder die ganz vielen Raptoren. Ich bin hier mal ran. Hier ist nichts. Ja, da haben wir echt Gas gehabt, dass es passiert ist, dass wir einen Spot erwischt haben direkt. Da drüben sind wieder ganz viele. Ich mache ein bisschen leer. Freue ich mich, dass das hier, dass man das halt gemeinsam dann sieht, weißt du? Finde ich schon cool. So. Das kann alles weg. Hat keinen Zweck. Oder zumindest kaum einen. Oh, der verbraucht gut Staub, wenn er so in Action ist, ne? Ich glaube, um die 890 hatte ich. Und jetzt sind es nur noch 600. So. Du kannst nachspawnen. Du auch. Und ich glaube, da vorne ist der Giga. Das ist der Giga, ne? Aber wenn der jetzt hier ist, brauche ich ihn da hinten schon nicht rauspullen. Dann kann ich den hier stehen lassen. Oh, scheiße. Von wegen. Das interessiert ihn nicht. Den machen wir jetzt weg, Leute. Dann hat es Ruhe in dem Gebiet hier. Klickt sich die Maus ein, Sattel. Nicht direkt vors Maul halt. Hier war ein super sicherer Platz gerade. Hast du gesehen? Ein paar Bissen. Du bist tot halt von denen. Jetzt wäre eigentlich schon der Punkt, wo ich überlegen müsste, ob ich nicht vielleicht doch lieber weglaufe. Ich hab ihn. Wir haben den, Leute. Puh, Alter. Die machen was. Die machen was mit einem. Jetzt müsste ich mich eigentlich schon wieder aufheilen, ne? Das ist halt das Problem an sowas. Aber wenn ich jetzt da so hoch gucke, das schaffen wir. Da ist jetzt nichts Gefährliches mehr oben. Der Giga war der Brüller halt hier. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier oben noch frei. Das sollten wir irgendwie schaffen. Raptoren, gar nicht gut. Die mich runterschmeißen, ist vorbei. Ich guck mal kurz hoch, ob ein Rex da ist, ne? Und dann muss ich mich halt nochmal aufheilen gehen. Mache ich dann und dann würde ich einfach hier das ganze Offscreen so ein bisschen auch noch angehen. Hier ist ein Haufen Kristalle. Da hat Spinos. Hier ist nochmal ein Giga, scheiße. Da ist ein Rex, aber es ist keiner von diesen Alpha. Leute, das Gebiet hier, da werde ich noch einmal durchhuschen. Dann kriegen wir das Zeug, was wir brauchen, ne? Jetzt suche ich erstmal einen Platz, wo wir sicher sind. Da unten ist auch nochmal was Großes. Hier oben drauf, glaube ich, ist der beste Platz. Der Rock Drake, natürlich. Ich
Ich dachte gerade, wer hört sich denn da so an mit dem LKW, ne? Kommt er mit hier hoch? Da ist er, ne? Er übt fleißig. Er packt es bloß nicht so wirklich. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Ich werde hier nochmal... Vielleicht schneide ich es mit. Ich muss mal gucken, ob ich es zeitlich hinkriege, dass ich es einfach mitschneide. Und dann auf den nächsten Spawn warte oder so. Jetzt heile ich mich hier oben gemütlich hoch, Leute. Haben wir zwei Tributfarmrunden gemacht. Da wissen wir ungefähr auch später, wo unser Zeug herkommt. Für mich ganz wichtig, dass ihr da so ein bisschen dabei sein könnt auch. Und dann machen wir beim nächsten Mal den roten OSD. Wifern. Rexe sehe ich jetzt im Moment hier keine. Muss man halt jetzt wieder einmal ausdünnen kräftig, ne? Ja, dann heile ich mich jetzt hier gemütlich hoch, Leute. Und dann mache ich mal noch eine Runde zwei weiter. Wir kriegen das schon zusammen. Wir haben ja schon fast alles, ne? So, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal messen wir uns dann mit dem roten OSD. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann gehen wir uns einen Titan zähmen. Mit der nächsten, übernächsten Runde dann, ne? Ich freue mich auf euch. Bis dann.